Jetzt nach da hinten hin. Wir haben ja zum Glück alle Gegner hier beseitigt, aber danach wird es wahrscheinlich gleich wieder knüppelhart. Ich sehe das schon kommen. Es ist schon fast zu einfach. Rose, ich glaube, ich habe alle. Sehr gut. Alle zwei. Ich werde das Material durchsehen und gebe dir Bescheid. Ich habe währenddessen die Zugänge gehackt und aktiviert. Du kannst in den Zellentrakt vorrücken und Tom befreien. Gut. Ich melde mich, wenn ich ihn habe. Pass auf dich auf, Eric. Okay, mache ich. Also jetzt kann ich durch diese Tür da hinten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da durch will. Deswegen speichere ich mal ab. Na, schauen wir mal. Achtung, Ascension hat eben G verlassen. Ich wiederhole, Ascension ist durchgebrochen. Tom war noch immer ein Gefangener von M17, den Vampir. Ohne Rose würde ich ihn wahrscheinlich gar nicht befreien können. Eric, du musst das Sicherheitsterminal finden und aktivieren. Dann kann ich die Zellen öffnen. Bin schon unterwegs. Okay, kann ich da jetzt einfach durchlaufen? Vampir! Nein, kann ich nicht, kann ich nicht. Ja, man muss ja auch Sachen austesten, ne? Glaub ich, hast du. Und nein, ganz knapp. Okay. Achtung, Ascension hat Ebene G verlassen. Ich wiederhole, gut. Ascension ist... Tom wird von UV-Strahlen angegriffen und so weiter und so fort. Kenne ich ja schon. Haupthalle. Scheiße, was zum... Okay. Eric, beeil dich. Tom hält nicht mehr lange durch. Heul nicht rum. Wird schon. So, dann den hier auch zurückziehen. Ach, ist tatsächlich auf Zeit, ja? Na dann, auf. So, weiter. Und... Nein, andere Seite. Tom ist schon sehr schwach. Okay. Oh shit. Jetzt kommen auch noch die Ghule hier. So, und nun? Und nun kann ich mich hier heilen? Nein. Also jetzt ist es zumindest nicht mehr auf Zeit. Das ist schon mal etwas. Das Problem ist halt, dass ich diese Ghule nicht sehen kann, obwohl ich ja angeblich geskillt habe hier, dass ich Untote sehen kann. Nicht hier? Wo war denn das? Erlaubt es dir, Untote und die Bewaffnung der Gegner mit des Vampirs zu sehen, aber ich kann keine Ghule sehen. Das sind nur Leichen, die ich sehe. Muss ich jetzt hier runter? Ghule können ja nicht so gut sehen, hoffe ich. Also sie können deutlich schlechter sehen. Danke, dass du mich da rausgeholt hast, Mann. Kein Problem. Was machst du denn hier? Rose, ich bin hier mit Tom. Ihm geht es gut. Wir gehen nun Richtung Ausgang zurück. Eric, ich brauche hier noch deine Hilfe. Du befindest dich ganz in der Nähe der Zentrale. Dort wird es noch weitere Pläne geben und ich muss da durch, um fliehen zu können. Tom soll währenddessen versuchen, den Ausgang zu sichern. Okay. Wenn du meinst. Bist du sicher, dass ich dir nicht helfen soll, Mann? Ja. Ich bin bisher gut zurechtgekommen. Wir treffen uns am Ausgang. Alles klar, Mann. Und danke nochmal. Ich habe gesehen, was die Schweine mit April gemacht haben. Mhm. Sie haben sie aufgeschnitten und untersucht. Und sie war bei vollem Bewusstsein. Diese die kranke Arme. Scheiße werde ich nie vergessen können. Scheiße, Mann. Was für ein Albtraum. Hoffentlich treffe ich auf dem Weg noch ein paar von den Drecksäcken. Und sagte der Vampir, der sich anscheinend ein bisschen davor ekelt, dass da jemand aufgeschlitzt wurde. Ja, so viel zu blutrünstigen Vampiren. Gut. Müssen wir nach da oben hin. Gehen wir mal wieder ganz vorsichtig hier dran vorbei. Was läuft da schon ganz gut hier? Jetzt gibt es hier bestimmt auch noch ein paar hundert Kuhle. Ja, gibt es. Man kann sie wirklich nicht sehr gut sehen. Also... Ein bisschen was erkennt man da, aber jetzt so großartig, so als rot markiert oder sowas, ist das hier auch nicht. Finde ich jetzt nicht so toll gelöst. Geht besser. So. Rose, was ist los?
Irgendwas stimmt nicht, oder? Eric, es ist kompliziert. Ich habe ein paar Sachen aus den Daten gelesen, aber das ist jetzt nicht wichtig. Lass uns später darüber reden. Du bist gleich in der Zentrale. Okay. Sind hier keine Gegner? Merkwürdig. Da sind wieder Gegner. Ist denn keiner in der Lage, Ascension zu stoppen? Seid ihr denn alle unfähig? Wir tun unser Bestes, Miss Fields. Aber das Vieh ist zu gut gepanzert für unsere Waffen und unsere UV-Ausrüstung ist dagegen komplett nutzlos. Dieses Vieh ist die Bestätigung unserer Forschungen. Mir ist es egal, ob ihr ihn tot oder lebendig schnappt. Von mir aus bringt ihr die Decke über ihm zum Einsturz und wir graben ihn danach aus. Eric? Eric, komm aus deinem Versteck. Ich habe dich schon länger auf den Bildschirmen verfolgt. Na super. Eric, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du hast mittlerweile ein paar deiner Wissenslücken schließen können. Erinnerst du dich daran, dass du für uns arbeitest? Nein. Du warst für uns auf einer Mission. Niemals! Wir haben dich losgeschickt, um die Vampire zu infiltrieren und die Mächtigsten für uns aufzustöbern. Das hast du mit Bravour erledigt. Und dafür habt ihr mich zum Vampir gemacht. Wir? Eric, du hast zugestimmt. Wir haben dich nicht in irgendeinen Vampir verwandelt. Nein, wir haben dabei alles, wozu wir in der Lage sind, in deine Kräfte einfließen lassen. Du bist der Prototyp von Ascension. Dank deiner Hilfe wird die nächste Version auch gegen Sonnenlicht immun und 1000-mal stärker sein. Sieht nicht so aus, als würde er bei euch mitmachen wollen. Tja, es war dumm, es an einem so alten Vampir zu testen. Aber die Zeit war knapp. Eric, du gehörst zu uns. Komm und hilf uns, Ascension zu stoppen. Wir haben immer gut zusammengearbeitet. Hör nicht auf sie. Ich habe die Unterlagen gelesen. Du bist nicht freiwillig zum Vampir geworden, sondern sie haben dich in eine Falle laufen lassen. Sie haben dich auf ihre Abschussliste gesetzt. Sie wollen dich töten. Das war unschön. Eric, hör nicht auf sie. Wir können uns doch sicher... Danke, aber kein Interesse. Ihr steht auf meiner Abschussliste. Das ist bedankt. Ah, okay. Sachen? Erledigt ihn und findet seine Freundin. Hat und mich jetzt leicht erschreckt. Gleich. Okay. Also müssen wir jetzt da hinten irgendwie hin. Wieder durchschleichen hier, ja, ich merke das schon. Zumindest hat sie uns jetzt nicht noch gesagt, guck, ich bin deine Mutter, Eric. Guck. Und ich so, nein! Vampir gesichtet! Nein! Sag doch sowas nicht. Ja, okay, es ist. Weil es die falsche Vorgehensweise. Ich glaube, da muss ich nochmal machen. Rose, was ist los? Ja, irgendwas, das weiß stimmt ich schon. Nicht, oder? Eric, es ist kompliziert. Würdest du mal bitte schneller gehen? Danke. Ich habe Daten gelesen, aber das ist jetzt nicht wichtig. Lass uns später... Genau, lass uns später darüber reden. So. Ist die mir... Eindeutig. So, dann speichere ich hier mal ab, damit ich das Ganze nicht immer wieder machen muss. Und dann mal schauen. Wir haben keine Energie. Das heißt, wir bräuchten jemanden, den wir aussaugen können. Und das ist natürlich sehr schlecht, wenn die gleich hier langkommen. Also die kommen bestimmt jetzt gleich hier lang. Na, siehst du? Na, okay. Also wir müssen uns ziemlich schnell dann überlegen, wohin. Und dann müssen wir uns ziemlich schnell überlegen, wie kommen wir an Energie. Ich geh erstmal hier lang. Vielleicht klappt das ja. Aber ist scheiße, weil ich hier keine Versteckungsmöglichkeiten habe. Sonst hätte ich hier wieder so einfach hier gepult und dann einen nach dem anderen erledigt. Aber so klappt das nicht. Ja, okay. Gehen wir doch mal hier lang. Ja, vielleicht. Ist hier denn irgendwer oder irgendwas? Ein Gegner. Aber hier komme ich gar nicht durch. Verdammt. Aber hier könnte ich wahrscheinlich wieder Leute reinziehen und die nach und nach töten. Das wäre eine Option. Erstmal aussaugen. Damit wir zumindest zwei Energiepunkte haben. Leiche hier rein.
gucken. Also das wäre zum Beispiel der erste Anhaltspunkt, an dem wir schon mal festhalten können, glaube ich. Eine da ist auch nur mit dem Gesicht zur Wand gedreht. Wir haben da oben zwei, wir haben da hinten drei. Sonst haben wir, glaube ich, keine weiteren Gegner. Nee, sieht echt gegnermager aus, sozusagen. Aber wir müssen anscheinend nach oben, um dann da an den Punkt zu kommen, wo wir hin müssen. Gut, machen wir erstmal das hier. Schleichen wir uns an ihn hier an. So viel dazu. Und hier können wir jetzt nicht einfach so weiter. Hm. Weil die Deppen da hinten rumstehen. Und hier muss es doch... Da ist ein Raum, wo wir durch können. Achtung, Eindringling! Oh. Scheiße! Alter! So, aussaugen. Ich hoffe, hier ist auch keiner weiter. Nee, sieht gut aus. Ist quasi nur, um ein paar Punkte zu ergattern. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ah! Ziel gefunden. Ah! Okay. Okay. Ich glaube, wir können hier sicher abspeichern. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Mal, wer da ist. Wie viele Gegner sind da? Ist nur der eine, okay. Da kommt rein. Komm raus, bevor die Sonne aufgeht. Kommt da noch weiter rein? Natürlich nicht. Dann töte ich ihn halt einfach so. Bin da ja nicht so. Okay. Ja, die anderen sind da hinten noch in Alarmbereitschaft. Ich habe nicht viel Zeit, sie sind mir auf den Fersen. Ich bin auf dem Weg zur Haupthalle. Na, Halleluja. In meiner Nähe ist ein Computer. Ich habe ein Virus ins System eingeschleust. Du musst ihm noch den Zugriff ermöglichen. Wird erledigt. Als ob ich sowas könnte. Also im Real Life vielleicht, aber hier, hallo? Das ist Eric Bane. Kein Computerfachmann oder so. So. Los. Was ist los? Ich weiß es nicht. Offenbar gab es ein Sicherheitssystem, das ich übersehen habe. Eric, du musst da raus. Geh weiter durch die Kantine, zurück zur Haupthalle. Beeil dich. Na super. Wir speichern hier mal ab. Vorsichtshalber. So, und dann wird der hier nochmal ausgesaugt. Oh shit, jetzt werde ich wieder gesehen. Dass er auch erst an mich ranläuft und dann auf mich schießt. Logisch, weißt du so... So eine Schusswaffe, die nicht mal eine Schrotflinte ist und die dann als Nahkampfwaffe benutzen. Ganz schlau. Du hast keine Chance. In so einer Situation, weißt du? Na, tötest du ihn wohl? Verdammte Scheiße hier. Gibt's doch nicht. Okay, ist doch nicht. Ach, da hinten kommen sie wieder, okay. Zerstörungsprotokoll. Das klingt da super. Na, leck mich doch. Ist doch nicht wahr. Töte doch mal beide hier. Es ist doch nicht wahr. Ah. Okay. Gut, dann halt. Vielleicht. Nein. Ich kann ihn nicht erreichen, bevor er das entdeckt. Schade. Hätte ich gerne gemacht. So. Den so. Noch ein Punkt. Wir müssen weiter. Bevor das Zerstörungsprotokoll durchgelaufen ist. Achtung, Rose, alles okay bei dir? Bisher schon. Noch. Die Wachen sind mir auf den Fersen. Aber ich konnte sie umgehen. Eric, es tut mir leid. Warum? Du hast ja damit nichts zu tun. Ich weiß, aber... Scheiße, ich muss los. Achtung, Fehler im System. Als Passwort. Anlage ist kontaminiert. Damit umgehen. Pass auf dich auf. Okay. Also das kann ja jetzt was werden. Scheiße, Eindringling. Maul halten, umdrehen, aussaugen lassen. Zwischen Maul halten und umdrehen kann man auch fast andere verstehen. Also sinngemäß dann.
Achtung, Fehler im System. Los, los, finde den. Anlage ist kontaminiert. Heilige Scheiße. Das wird jetzt bestimmt lustig. Auf einmal sind sie überall verteilt. Achtung, Fehler im System. Oh Gott. Achtung, Fehler im System. Anlage ist kontaminiert. Achtung, Fehler im System. Alter, die nervt dezent mit Anlage ihrer ständigen Ansage. Und dann immer diese Klackgeräusche, weißt du, weil die Soundfile nicht vernünftig funktioniert. Oder weil es unterbrochen wird teilweise. So, wir müssen den hier wahrscheinlich als erstes töten. Werden ihn auch gleich aussaugen. Haben wir noch irgendwas zum Skill? Oh ja, jede Menge, aber brauchen wir im Moment nicht. Wir sind eigentlich mit unseren Sachen soweit zufrieden. So, dreh dich mal um, du Depp. Los, dreh dich um. Nur Homo und so, ne? Aber dreh dich um. Ach, der von oben sieht mich dann natürlich. Ach, herrje, den habe ich ja ganz vergessen. Zeig dich, du Monster. Alter, Maul halten. So, ich werde verrecken. Okay, so viel dazu. Die Ansagetuse ist eine Nervensäge. Achtung, Fehler im System. Nein, Anlage wirklich. Ist kontaminiert. Los, so, los, los, finde und dann gleich speichern. Warte, warte, warte. Jetzt. Anlage ist kontaminiert. So. Dann schauen wir mal. Wir könnten. Machen wir mal so. Ach, da sind ja noch mehr davon. Mann getroffen. Hol den Blutsauger da raus. Einmal das. Los, und.